Herzlich willkommen hier auf der LearnTech 2015. Bei mir Herr Ude von TTS. Knowledge matters. Es gibt viele Trends, die im Moment so auf der Straße liegen, die alles auch so ein bisschen mit dem Wissen zu tun haben und mit dem Inhalt, ob das nun Mobile Learning ist, Serious Games, Adaptive Learning oder IT-geschütztes Umgehen in den Klassenzimmern. Was ist für Ihren Bereich wichtig? Gut, für unseren Bereich, wir sind eine größere Unternehmung. Ja. Wir haben letztes Jahr 44 neue Mitarbeiter begrüßen dürfen bei uns, sind extrem stark gewachsen. Deswegen haben wir mehrere Themen, die uns sehr im Herzen liegen. Am Ende aller Tage ist es wirklich das Corporate Training für große Organisationen, Unternehmen in Europa weit sicherzustellen. Und die Trends, die wir da sehen, ist das eine Electronic Performance Support. Das heißt, den Mitarbeitern in dem, wie man dann neudeutsch sagt, Moment of Need, Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich bin in meinem Customer Relationship Management, also ich bin in meiner Bearbeitung und habe dann die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich hier weiter, was brauche ich? Und dass sie dann so eine Art Navigationssystem bereitgestellt bekommen, was sie über die Anwendung hinaus begleitet. Dazu gehören dann mittlerweile in diesen regulierten Märkten, die wir haben, also in der Finanzbranche, aber auch im Nahrungsmittel- und anderen Bereichen, gehören natürlich Compliance-Trainings mit dazu, ist auch ein starker Trend. Dann in Deutschland das ganze elektronische Lernen, was sehr verstärkt nachgefragt wird, führt dazu, dass man am Ende aller Tage auch Learning-Management-Systeme nutzen möchte und da den ganzen Workflow von Learning Management Systemen, also Performance Management, Bildungsbedarfsanalysen darüber abfahren, E-Recruiting damit machen. Da implementieren wir die Lösung der SAP, SuccessFactors als cloudbasierte Lösung und die SAP Learning Solution als On-Premise-Lösung, als installierte Anwendung. Ja. Aus Ihrer Sicht, der nächste Trend, der kommt, der im Moment noch nicht da ist, wo geht's hin? Also ich glaube, es gibt mehrere zentrale Trends. Ein Trend, der jetzt nach der jetzigen Hype-Phase ganz sicher kommen wird, ist die Frage der Bildungskosten. Das heißt, das kritische Analysieren, wofür gebe ich eigentlich mein Weiterbildungsbudget so aus? Das hat was mit Bildungscontrolling zu tun. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Das wird in Hochschulen immer mal wieder diskutiert, aber es kommt ganz wenig in der Praxis an. Dafür brauche ich ein vernünftiges Learning-Management-System, um Auswertungen fahren zu können. Ja, weil heute viel Weiterbildung in den Organisationen mit der Gießkanne geschieht. Und wie das so mit der Gießkanne ist, sie treffen manchmal die Pflanzen und dann wachsen sie und sie gedeihen, toll, aber es geht auch viel Wasser daneben. Und das zu optimieren, ist, glaube ich, ein Riesentrend. Da muss man, glaube ich, genau hingucken. Und das Zweite ist, ein adaptives Lernen einzurichten. Das heißt nicht so sehr, dass sie das Tablet drehen und das E-Learning passt sich an. Okay, das ist so Feature-Function-mäßig. Sondern das Entscheidende ist, dass sie wirklich genau in so einer 70-20-10-Regel das angeboten bekommen, was sie tatsächlich auch brauchen. Ja? Und wir haben so enge Produktzyklen mittlerweile in allen Industrien, also ob Sie Versicherungen nehmen, ob Sie Handyindustrie nehmen oder Automobilzulieferer oder was auch immer. Die Produktlebenszyklen sind hier, werden nur noch in Monaten gemessen und nicht mehr in Jahren. Und entsprechend erneuert sich mein Wissen auch in genau diesen Abständen. Und ich muss gucken, dass ich da à jour bleibe, ja, damit ich da immer wieder rein kann und die Kollegen wieder mitnehmen kann. Ja. Wenn man sich überlegt, die Branche ist ja nun sehr breit gefächert. Kommt man in Zukunft eher näher zueinander oder divertiert es sich noch mehr? Also ich glaube, was man so ein bisschen beobachten kann, das ist halt, da gibt es ja auch diese Branchenübersichten, ne? wer hier in Deutschland dann irgendwie eher größer ist, der wächst auch schneller. Wer kleiner ist, der muss sich mit innovativen Themen nach vorne kämpfen. Ich glaube, das ist halt ein sehr divergierter Markt, ein sehr zergliederter Markt, ne? Auf dem wir dann einer der größten Anbieter sind. Ich glaube, dass die Budgets für Innovationen, die man bei den Unternehmen abgreift und für die man aber schon was vorlegen muss, eine immer höhere Investitionsbereitschaft der jeweiligen Unternehmung berücksichtigen. Das heißt, die Unternehmung wie jetzt die TTS muss immer mehr Geld ausgeben, um innovative Lösungen dann auch anbieten zu können. Das macht es kleinen Organisationen halt schwer, ja, macht es den großen halt leichter. Was aber nicht heißen soll, dass in dieser Garagenwerkstatt IT nicht irgendjemand bastelt und dann macht er die Garage auf und dann hat er eine tolle Lösung gebaut. Das sehen Sie auch auf der Messe. Es gibt viele kleine Anbieter, die fantastische Lösungen haben und da muss man halt gucken, ob sie einen Markt finden. Und wenn sie einen Markt finden, dann ist es toll, dann können sie sich damit durchsetzen. Dann herzlichen Dank und Ihnen noch viel Erfolg und viel Spaß auf der LearnTech. Dankeschön. Danke.